Hallihallöle und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch vielleicht ein Hallo an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen, die vielleicht jetzt das erste Mal hier zu mir gefunden haben. Ich freue mich darüber natürlich riesig. Heute steht das versprochene nächste aufgebrauchte Video für euch an und zwar in der gemischten Form, das heißt Haushalts- und Beauty-Produkte, wie ihr gewünscht habt. Ich habe ja gesagt, ihr könnt es gerne mal so ein bisschen abstimmen unter meinem vorletzten Video und da waren so die meisten Kommentare mit, ihr möchtet gerne beides gemischt sehen, ist so ein bisschen abwechslungsreicher und man hat von allem was dabei. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und ich freue mich, dass wir uns das jetzt hier zusammen gemütlich machen und ich genieße gerade die Ruhe. Mein Mann ist auf dem Geburtstag mit seinen Männers und ich habe es mir richtig bequem gemacht. Hab so die ganze Sache jetzt mal ein bisschen vor mich hingestellt. Es kommt übrigens, wie versprochen, noch ein drittes aufgebraucht Video jetzt. Ein paar Tage oder eine Woche später, damit ihr ein bisschen Luft dazwischen habt. Denn ihr wisst ja, wenn ihr das letzte gesehen habt, ich habe jetzt die letzten Monate gesammelt und hatte ja lange nicht gedreht. Und ich möchte euch das natürlich trotzdem zeigen. Deswegen heute sozusagen das zweite aufgebraucht Video und ein drittes folgt noch. Also da könnt ihr euch freuen auf wirklich geballte Reviews mit wirklich spannenden Produkten und es ist bunt gemischt. Also es ist wirklich alles dabei, von Schminke bis Putzsachen über Kerzen und Pflegeprodukte. Also wirklich tolle Empfehlung. Schaltet da gerne auch beim nächsten Mal mit ein. Genau, wenn ihr mich unterstützen wollt, worüber ich mich natürlich riesig freuen würde, dann lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr mit von mir, so rum. Genau, und ansonsten, bevor wir starten, ich habe schon richtig Lust, muss ich nochmal ein wirklich riesengroßes, herzerwärmendes Dankeschön aussprechen. Also eure Kommentare unter dem vorletzten Video sind ja so zuckersüß. Also ich weiß ja, dass ihr immer alle lieb zu mir seid und ich eine tolle, vor allem auch entspannte, nette Community habe, wo eigentlich so gut es geht kaum Hate irgendwie in den Kommentaren herrscht. Den einen oder anderen Eumel hat man natürlich immer dabei, aber den trifft man ja im wahren Leben auch. So ist das, davon lassen wir uns natürlich nicht ärgern. Aber was für süße Worte ihr geschrieben habt, das ist auch einfach, also das war Balsam für meine Seele, da habe ich jedes eurer Kommentare gelesen, welche ich übrigens auch noch beantworten werde jetzt zeitnah. Und das ist der Grund, warum ich das hier mache. Also das hat mich einfach glücklich gemacht. Ich möchte Danke dafür sagen. Ich freue mich wirklich auch immer über jedes Kommentar, das, was ihr mir da lasst. Und das ist einfach meine Motivation. Und es ist schön, dass ihr euch so gefreut habt, dass ich wieder Videos hochlade. Und ich freue mich natürlich umso mehr. Ist ganz klar, ne? Ist meine Leidenschaft. Und ja, so, ich würde sagen, wir starten jetzt zuallererst, heute mal langer Vorspann, zuallererst mit einem mega tollen Produkt, welches ich von meiner Chefin ans Herz gelegt bekommen habe, vor einiger Zeit schon, denn ich habe schon die zweite in Anwendung. Und zwar handelt es sich um die L'Oreal Pro XXL Lift Mascara. Und dieses gute Stück hier, die hat so zwei Seiten, das heißt zwei verschiedene Bürstchen. Step 1 habt ihr einmal so eine relativ schmale, kegelförmige, schöne Bürste. Damit macht ihr sozusagen Schritt 1. Und dann auf der anderen Seite habt ihr einmal noch so eine runde Bürste, so eine abgeschrägte, nochmal für Volumen. Ich muss wirklich sagen, meine Chefin hat immer zauberhaft schöne Wimpern. Ich meine, die hat von Natur aus einfach ein wunderschönes Gesicht, tolle lange Wimpern. Aber mit dieser Mascara betont wirklich jeder das an Wimpern, was er hat. Egal ob lang, kurz, geschwungen oder nicht. Damit kriegt ihr ein ultra tolles, intensives, schönes Ergebnis. Ich bin so begeistert davon, dass ich sie mir, wie gesagt, ja schon nachgekauft habe und ich habe sie auch in Verwendung jetzt wieder. Ich finde, L'Oreal-Produkte sind sowieso immer relativ langlebig. Also da merkt man schon immer doch den qualitativen Unterschied zu den preisgünstigeren von Essence & Co. natürlich. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht auch gut sind. Aber ich liebe L'Oreal-Mascaras. Die bringen immer richtig tolle Sachen raus. Die gibt es ja schon länger. Ich bin froh, dass meine Chefin mir die empfohlen hat. Und ich die jetzt endlich mal ausprobiert habe, weil ich bin echt lange daran vorbeigelaufen und hätte nicht gedacht, dass mich die so vom Hocker heizt. Vom Hocker schmeißt, so rum, ist schon später, wo ich das Video gerade drehe. Also die ist toll. Schaut sie euch unbedingt mal an, finde ich große Klasse. Ja, was auch große Klasse ist, worauf ich auch nicht verzichten möchte, bin ich ehrlich, ist von Lenoir das Wäscheparfüm. Ich habe da wirklich immer bunt gefächert die Varianten zu Hause, wobei das so meine Lieblinge sind.
Auch mit diesem Baumwollduft, den es noch gibt. Da habe ich einmal Goldene Orchidee. Da gibt es ja auch immer passend die Weichspülerprodukte zu. Und einmal Amethyst Blütentraum. Wobei ich den noch am allerliebsten mag, gefühlt. Also der Lilane ist natürlich auch toll. Aber das ist so mein Go-To-Duft. Ich liebe es einfach, wenn die Wäsche toll duftet. Genau deswegen liebe ich auch Duftkerzen und Raumduft und all so ein, ja, also Tylüt, was die Frau halt irgendwie so begeistert bekommt, ne? Also ist ja klar. Und ja, also ich liebe es. Ist natürlich jetzt nicht super für die Umwelt, keine Frage. Da braucht ihr auch gar nichts zu den Kommentaren äußern. Leben und leben lassen. Ich finde es super, gerade wenn man halt einen Trockner hat, weil Weichspüler ja nicht so gut ist, weil der sich auf Dauer auf die Sensoren sonst des Trockners legt und ja, einfach euren Trockner irgendwann kaputt machen kann, weil er dann nicht mehr erkennt, wie feucht eure Wäsche ist. Und da ist es halt eine super Alternative, weil ihr habt diesen tollen Duft, könnt die Produkte aber trotzdem in den Trockner geben. Das ist halt auch so ein Argument, was halt leider einfach, ne, ja, überzeugt. So, dann habe ich von Denkmit Geschirrreiniger ausprobiert. Die 30 Tabs, das ist hier diese Nature-Variante. Und ich hätte nicht gedacht, dass die so gut sind. Also kann ich absolut empfehlen, hat das Geschirr super sauber gemacht. Ihr habt eine kleine handliche Verpackung, nicht so einen riesen Sack oder so einen riesen Karton. Habt da eben 30 Stück drin, die sind in wasserlöslicher Folie, frei von Farbstoffen, Parfüm, ohne Konservierungsmittelzusätze und Stiftung Warentest 2,4. Bestes Öko-Produkt. Ja, also tipptopp, kann ich mich nicht beschweren. Ich habe jetzt gerade andere da, die ich mal teste, aber die würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Ja, dann habe ich von Estrid super tolle Rasierklingen aufgebraucht. Ich liebe diesen Rasierer. Seitdem ich ihn ausprobiert habe und ich habe schon sämtliches ausprobiert aus der Drogerie, ist das aktuell mein liebster Rasierer. Gibt es in verschiedenen Varianten. Aktuell ist auch so eine blaue jetzt rausgekommen bei DM und auch tolle Produkte. Peeling, Rasierschaum und so sind ein bisschen preisintensiver sozusagen. Aber ja, also ich bin begeistert von der Qualität. Ich finde, der Rasierer und auch die Klingen sind jeden Cent wert. Ihr bekommt ein ultra glattes, weiches Ergebnis. Ich habe mich damit noch nicht geschnitten. Der hat der Schaft vom Rasierer, der ist so ein bisschen schwerer. Das heißt, er gleitet super über die Haut. Und ja, also ich habe auch Freundinnen, die den haben. Und die sind auch alle durchweg begeistert. Deswegen wird der erstmal so schnell nicht abgelöst werden von anderen Produkten. Da habe ich auch gar keine Lust, was anderes zu probieren, weil ich damit echt mega zufrieden bin. Genau, dann machen wir weiter mit drei Produkten, welche, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen, ich schwöre darauf, welche ich mir unbedingt nachbestellen muss. Also vieles davon, was hier auch jetzt so heute in meinem Video landet, was ihr sehen werdet, werde ich mir nachkaufen. Das erzähle ich euch aber immer wie gewohnt dazu. Und dazu gehören auch diese drei Schätze hier. Also ihr seht, Beautymates, wie gesagt, ich benutze Beautymates Produkte schon mehrere Jahre und wenn ich Produkte benutze, die ich so lange benutze, dann hat das schon was zu heißen. Natürlich probiere ich viel aus, keine Frage, ne? Also ich bin Beauty Freak und ich benutze auch mal andere Cremes und so, aber wenn ich trotzdem immer so Schätze habe, die ich durchweg regelmäßig benutze, dann hat das wirklich schon was zu heißen. Und ich freue mich auch, ich habe wieder einen neuen Rabattcode für euch. Ihr hattet ja lange keinen von mir, den setze ich euch natürlich mal unten rein. Mit Michelle könnt ihr 30% wirklich auf alles sparen. Denn Beautymates ist hochkonzentrierte Wirkstoffkosmetik vielleicht, für alle, die das noch die Firma noch nicht kennen. Dann habt ihr praktisch jetzt hier einmal, was ich euch gezeigt habe, die super tolle Tagespflege, die nennt sich Hyaluron Cream Boost. Die spendet wirklich super toll Feuchtigkeit, die zieht schnell ein. Die hat einen ganz angenehmen, cremigen, milden Duft, ist ja für normale Haut. Die versorgt meine Haut wirklich optimal mit Feuchtigkeit. Meine Haut sieht richtig schön frisch aus und ich mische das eben, ne? Also mit dem Selbstbräuner Booster, den ich auch echt empfehlen kann. Also ist mein Liebster. Meine Schwiegermami ist süchtig danach. Ich habe so viele meiner Mädels damit angefixt. Der ist halt super zum mit in die Creme mischen. Und ich trage den bevorzugt abends auf mein Gesicht auf. Das Tolle daran ist, ihr benutzt den 2-3 Abende hintereinander und ihr seht aus wie aus dem Urlaub, wie von der Sonne geküsst. Ihr habt keinen Orangestich, ihr habt keine Flecken. Ihr habt nicht, dass der irgendwie unangenehm duftet. Also wenn ihr auch, wie gesagt, ich trage den abends auf, euch aufs Kissen legt, färbt er nicht ab. Er duftet nicht unangenehm. Im Gegenteil, der spendet sogar noch ein bisschen Feuchtigkeit, weil da auch Aloe Vera mit enthalten ist. Ich liebe den. Kleiner Tipp am Rande, vielleicht, weil viele das nicht wissen.
Beauty Mates bietet auch mittlerweile eine tolle Bodylotion an. Den könnt ihr da auch reinmischen. Aber das Coole ist, ihr könnt alle Serien von Beauty Mates auch generell in eure eigene Tages- oder Nachtpflege mischen. Also ihr müsst nicht zwangsläufig die nehmen. Wobei ich euch natürlich die sehr ans Herz legen kann. Und ich finde die Kombi halt immer super. Genau, und dann als drittes, was ich euch ja eben gezeigt hatte, mein Lieblings-Augenlifting-Booster, den benutze ich, wie gesagt, auch seit Jahren. Der hat einen richtig schönen kühlenden Effekt, wenn ihr den aus dem Kühlschrank geholt auftragt. Das Gute ist, ihr könnt den auch aufs Oberlid auftragen, er zieht schnell ein, er spendet richtig toll Feuchtigkeit, glättet und ja, versorgt einfach eure Augenpartie ultimativ, würde ich gerade sagen, enorm mit Feuchtigkeit. Auch den könnt ihr mischen mit der Creme, verdünnt auftragen. Ich mag das gerne, den tatsächlich intensiv aufzutragen, also pur. Wie gesagt, das ist alles hochkonzentrierte Wirkstoffkosmetik. Das heißt, da ist kein Schnickschnack drin. Auch tierversuchsfrei sind die Produkte. Und ja, dadurch, dass sie eben so konzentriert sind, die Produkte, halten die sehr, sehr lange. Also vielleicht für den einen oder anderen von euch, lasst euch bloß nicht abschrecken vom Preis. Wobei ich das für Gesichtspflege völlig in Ordnung finde. Man darf immer nicht vergessen, die Haut ist unser größtes und wichtigstes Organ. Und wenn wir die nicht pflegen, weiß ich nicht. Ich finde, da kann man immer mal auf ein, zwei andere Sachen verzichten, weil ja, Hautpflege einfach sehr, sehr wichtig ist, gerade auch ne, fürs Alter, um Falten vorzubeugen. Ja, und wie gesagt, mit meinem Code Michelle könnt ihr nochmal 30% sparen. Vielleicht möchtet ihr euch ja das ein oder andere nachbestellen oder ihr seht das jetzt hier in meinem Video vielleicht das erste Mal. Also ich liebe diese drei Produkte. Ich habe alle Produkte der Firma. Ich muss aber sagen, wenn ich mich so ein bisschen auch entscheiden würde, deswegen sind die jetzt auch zeitgleich relativ leer, sind das so wirklich meine drei absoluten Lieblinge, die man wirklich zu Hause haben muss. Tagescreme, einen schönen Selbstbräuner, gerade auch nicht nur für den Sommer, sondern halt natürlich für das ganze Jahr, gerade im Herbst, Winter, wo man blasser ist und einfach eine tolle Augenpflege. Also da habt ihr wirklich alles. Ihr könnt euch auf der Seite wirklich das auch als Set bestellen. Ihr könnt da mit so einem Beratungstool euch auch durch Fragen klicken oder auch ein Bild von euch ungeschminkt hochladen und dann werdet ihr dort auch mit so einem künstlichen, mit einer künstlichen Intelligenz sozusagen beraten. Ne? Praktisch, was eure Haut so bedarf, weil die haben viele tolle andere Sachen. Aber wie gesagt, da, das schaut euch unbedingt mal an und vielleicht findet ihr auch mal was anderes. Genau, das werde ich, wie gesagt, gleich morgen mal nachordern, denn das ist wichtig. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht, ich bin in love mit den Produkten nach wie vor und ja, ich zeige natürlich auch immer Dinge doppelt, die immer regelmäßig bei mir leer sind, auch für meine langen Zuschauer, die das dann halt schon kennen. Aber ihr wisst, alles, was man oft sieht, ist halt auch einfach bewährt. Ja. So, was haben wir noch? Von Domestos Kraft und Frische. Einmal Floral Fresh habe ich hier diesen tollen WC-Reiniger in Pink. Der hat gemacht, was er soll. Würde ich nachkaufen. Auch die blaue Variante finde ich sehr, sehr gut. Und ja, kann ich eigentlich nicht meckern. Dann passend dazu sehe ich gerade, habe ich hier auch noch einmal die Blauspüler Blue Ocean. Diese Toilettenhängerchen fand ich auch sehr gut. Würde ich auch nachkaufen. Da teste ich mich ja immer durch die Bank weg, auch immer was es so Neues gibt. Ja, da kann ich auch nichts Schlechtes zu sagen. Von Finish habe ich hier einmal den Glanz- und Klarspüler. Den habe ich schon Ewigkeiten. Ja, günstige tut es auch. Ich wechsle auch mal den von Frosch, von Denk mit. Aber aktuell hatte ich jetzt den da. Das war so eine ja, Vorteilspackung, ein bisschen mehr Inhalt. Und da kann ich auch nichts Schlechtes drüber sagen. Die Finish-Produkte finde ich sowieso sehr gut. Ja, was haben wir noch? Es war ja jetzt eine lange Zeit, wo ich eben die aufgebrauchten Sachen für euch gesammelt habe. Dementsprechend ist da auch noch so ein bisschen ja, Wintergedöns drin, ne? Würde ich mal sagen. Da habe ich, den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, den Teekanne Hüttenzauber Tee. Der duftet, wollte ich gerade sagen. Der schmeckt nach Glühwein, ist aber ohne Alkohol. Wundert euch nicht, wenn heute ein paar Versprecher drin sind. Wir haben es schon, ich glaube, 21.30 Uhr oder so. Also der Tag war schon lang. Aber ich hatte gerade ultra Lust für euch zu drehen. Genau, eine aromatisierte Früchteteemischung mit Glühwein und Gewürzaroma. Ich fand den richtig toll. Also ich weiß nicht, wann ich einen Tee so oft leer gemacht habe in der kalten Jahreszeit wie diesen. Und so viele Verpackungen aufgebraucht habe. Das habe ich eigentlich nie. Aber ich bin sowieso auch jetzt so erst im letzten Jahr Teetrinker geworden. Vorher konnte man mich jagen damit, außer mit Pfefferminztee. Aber mittlerweile, ja, finde ich da Gefallen dran. So, Emerald Kahl Winterpunsch. Diese Bonbons sind so ultra lecker. Hatte ich in der Apotheke gekauft.
habe ich sonst, glaube ich, auch nirgends gesehen. Gab es bestimmt noch woanders. Aber also die werde ich mir nächstes Jahr wiederholen. Also fand ich richtig lecker, wenn es die wieder gibt. Sehr, sehr lecker. Mega lecker. Ja, so, wo greifen wir mal rein? Wir haben von Lenore noch einmal ein Colora-Waschmittel, Orchidee und Vanilleblüte. Ja, das ist ja auch eines meiner liebsten Waschmittel, wobei ich ja auch viel benutze. Also ich benutze ja auch Perwoll durch die Bank weg, finde ich super. Aber das ist so von Lenore das Beste, finde ich, vom Geruch. Oh, ich liebe das. Ich lieb's. Also ich finde, können wir mal darüber sprechen, wie unfassbar teuer Waschmittel geworden ist. Also alles klar, Inflation und überhaupt, aber Waschmittel ist echt mittlerweile brutal. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist echt unseits von gut und böse, aber gut, man braucht es ja. Klar kann man auch Pulver kaufen und die Großpackungen, aber dafür bin ich dann auch zu sehr Duftopfer. Und ich mag das auch nicht, so eine Riesenverpackung hier stehen zu haben, aus Platzgründen. Und ich mag halt irgendwie die Abwechslung, deswegen, ja. Ist es, wie es ist. Also, hier habe ich nochmal das Baumwollblüte und Thierryblume, das Sensitiv Lenore Waschmittel. Auch toll, wie gesagt, auch das Wäscheparfum, da find ich, davon finde ich wirklich große Klasse. Und das ist immer mal wieder bei mir im Haus. Dann habe ich von Denkmit einmal hier diese relativ neu ins Sortiment eingezogenen Allzwecktücher, frei von Parfum, Farbstoffen und Alkohol. Ich fand die sehr, ja, in Ordnung, aber ich mag tatsächlich die regulären lieber, weil die gefühlt natürlich, was heißt natürlich, sie sind ein bisschen feuchter, habe ich das Gefühl gehabt, und duften natürlich, aber es ist klar, ne? Also kann man hiervon nicht erwarten, wenn das extra davon befreit ist. Ich wollte sie trotzdem mal testen und sie sind auch nicht schlecht, für Allergiker eine gute Sache, denke ich mal. Und auch für unterwegs, geeignet für Flächen mit Lebensmittelkontakt, ist auch super. Ja, aber ja, ich finde die anderen besser. Was? Oh, habe ich mich gerade erschrocken, der Hund bellt. Hat jemand im Hausflur? Habe ich mich gerade erschrocken? Das muss witzig ausgesehen haben für euch gerade. was soll ich sagen? Würde ich aber trotzdem mal wieder nachkaufen. Ne? Also war jetzt trotzdem nicht schlecht. Genau, dann sind wir mal beim Thema Zahnpflege. Da habe ich hier drei Sachen von Philips Sonicare. Unsere Aufsteckbürstchen für unsere elektrische Zahnbürste, die werden regelmäßig nachgekauft. Ich wechsle unseren Bürstenkopf alle 4 bis 6 Wochen. Denkt daran, vernachlässigt das nicht. Ich habe da, wie gesagt, letztens so eine Reportage drüber gesehen, wie lange einige ihre Zahnbürste nicht wechseln oder die Köpfchen der Deutschen, eine Umfrage. Das war wirklich erschreckend. Denkt daran, dass ihr jeden Tag damit eure Zähne putzt und da Bakterien sich sammeln. Also alle 4 bis 6, spätestens 8 Wochen, was ich persönlich schon nicht so schön finde, sollte man das schon machen. Genau, und deswegen gehen die immer mit. Dann habe ich von Dentec einmal diese Zahnseide-Sticks. Die brauche ich auch immer. Finde ich sehr gut, benutze ich seit vielen Jahren. Und von Sensodyne ist leer gegangen, die Intensivreinigung Multicare. Ihr wisst ja, da benutze ich auch nicht immer nur eine Sorte. Ich wechsle markentechnisch immer und probiere auch gerne Neues aus. Aber was erzähle ich euch das? Dann würde der Kanal ja hier nicht existieren, wenn ich immer beim Gleichen bleiben würde. Ja, was haben wir noch Schönes? Von Sakrotan haben wir einmal den Wäschehygienespüler Sensitiv ohne Duft und Farbstoffe. Da wechsle ich auch. Also ich mag den von Sakrotan gerne, ich mag auch den blauen gerne, ich mag aber auch von unserer Hausmarke, den von Denkmit, sehr gerne. Da gibt es ja auch Sensitiv und die normale Variante. Ja, also kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Nutze ich nicht immer, aber bei einigen Sachen gerne auch fürs Gefühl und ja, finde ich super. Kann ich wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. So, wir haben auch noch ein bisschen was zum Duschen natürlich aufgebraucht. Oh ja, Leute, rennt zu Lidl. Ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Ich bin umso froher, dass ich ihn entdeckt habe und zufällig in dieser Abteilung war. Ich glaube, dieser Duschschaum ist an mir vorbeigegangen, weil ich bei Lidl nie in der Kosmetik-Hygieneabteilung bin, weil ich meinen Kram einfach natürlich bei GM kaufe. Aber dieser Duschschaum, oh mein Gott. Also, wer den noch nicht kennt und diesen kräuterigen, wie ich immer so schön sage, Hotel-Duschgel-Duft mag,
schaut euch diesen Duschschaum an von Lidl. Ich meine, der hat 3 Euro gekostet. Duftet, wie gesagt, nach Kräutern und Moschus und der riecht so gut. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, könntet ihr da drauf schreiben Rituals. Und also, oh mein Gott. Verpackung finde ich auch nicht schlecht. Also, ne, 3 Euro für Lidl. Er ist ultra ergiebig, er ist schön fluffig, er hat eigentlich alles, was ich von einem Duschschaum erwarte und er riecht so göttlich. Ich liebe diesen Geruch. Ich habe mir einen neuen gekauft, steht schon in der Dusche. Ich habe auch die orangene Variante, also den nach Orange duftenden, mir jetzt auch mitgenommen. Werde ich auch jetzt testen. Stelle ich mir auch nochmal in die Dusche jetzt, wo wir gerade drüber sprechen. Und aber der, das ist ein neuer Favorit von mir, schaut euch den an. Mega. Also so stelle ich mir immer so diesen Hotel-Duschgel-Duft vor. Das ist so richtig, oh, ja. Ihr seht, ich werde ein bisschen crazy davon, aber der ist wirklich toll. So, was auch eine Empfehlung ist, auf jeden Fall von Garnier wahre Schätze, einmal das reparierende Shampoo mit der passenden Spülung. Ich habe ja auch das Serum jetzt gekauft, das werde ich jetzt auch mal testen, aber das habe ich schon oft gekauft. Ich liebe diesen angenehmen Honigduft, der macht die Haare wirklich schön vom Aussehen, die fühlen sich toll an, man kann sie toll stylen. Und ja, wie gesagt, der Geruch ist für Honigfans unschlagbar. Schaut euch das unbedingt mal an, diese Serie, wenn ihr auch so gerne Honigduft mögt. Und ja, kann ich nicht meckern. Macht die Haare sehr angenehm. Was haben wir noch? Duschprodukte habe ich 3 Stück an der Zahl. Von Urinique, die Pflegedusche mit Hafermilch. Scandinavian Memories. Ultra toller Duft. Richtig schön. Angenehm. Mild. Ich liebe sowieso Hafermilch. Also es gibt ja auch von Garnier wahre Schätze, diese Hafermilch-Serie. Wenn ihr diesen Geruch mögt und wie gesagt, die Garnier-Serien sind sowieso toll, schaut euch auch das an. Ultra schön. Mag ich gerne, würde ich mir nachkaufen. Von Palmolive, da hatte ich mal Lust drauf. Das habe ich vor Jahren benutzt. Das ist hier dieses Ultimate Relax Aroma Essence Duschgel. Das ist so richtig, wenn ihr so ein, ja, richtig so euch einen gemütlichen Abend macht irgendwie mit Spa zu Hause. Kann er natürlich auch für den ganzen Tag nehmen, auch morgens unter der Dusche. Aber das ist so ein richtiger Wohlfühlduft, finde ich. Weil der irgendwie so beruhigend ist, dadurch, dass er so ja, einfach schön ist mit Ylang Ylang. Und Lavendel, der ist so richtig voll und angenehm. Also es ist wirklich ein Duschgel, was Stimmung macht. Also hört sich bescheuert an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, und was ich auch immer wieder echt toll finde, da freue ich mich immer, wenn da was Neues auf den Markt gekommen ist. Und zwar von Bilou Magic Flower, ein Duschschaum. Ihre Duschprodukte, diese Schäume finde ich super, die Gerüche sind toll, die süßen Gerüche, die dollen, die sie rausbringt, die sind nicht so meins, aber den fand ich toll. Und immer wenn sowas Normaleres rauskommt, nicht so dieses krass Candy-Süße, dann bin ich immer am Start und teste die gerne. Ich finde, ihre Duschschäume halten sehr lange, ja, sind vegan, made in Germany und fluffen toll, fühlen sich richtig toll auf der Haut an, also mag ich sehr gerne. So, es sammelt sich hier ganz schön. An leeren Verpackungen auf dem Teppich hier. Was haben wir noch? Ich habe noch 2 Mascaras aufgebraucht. 2 weitere. Und zwar von Maybelline New York, The Falsies Surreal. Diese hier. Die gibt es ja auch noch nicht so lange. Da gibt es mittlerweile auch jetzt mehrere Varianten. Und die schaut so aus. Habe ich auch schon wieder neu da. Ich habe mir auch die schwarze mitgenommen, die schwarze Variante. Und ich hätte von diesem Bürstchen nicht gedacht, zeige ich euch nochmal, dass ich so begeistert bin. Also ich mag die gerne, die trennt toll. Die macht ein schön schwarzes, voluminöses Ergebnis. Man kann da mehrmals rüber tuschen, ohne dass es irgendwie dann sehr arg verklumpt. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so eine Standardbürste, also so finde ich, ne, so eine gerade Volumenbürste so ein tolles Ergebnis zaubert. Deswegen, ja, heißt es was, wenn ich sie mir nachgekauft habe. Und auf die schwarze bin ich schon ganz gespannt. Die habe ich noch nicht getestet, aber werde ich jetzt auch zeitnah mal tun. Und welche ich mir unbedingt nachkaufen möchte, da muss ich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die so mega finde. Also die ist richtig toll. Das ist die MAC Stack. Die hatte ich jetzt relativ lange. Und das ist die kleine Größe. Ich wollte die halt erstmal probieren. Ich weiß gar nicht, von wo ich die mal hatte. Und die hat so ein Bürstchen. Und ich glaube, die neue Essence Mascara soll so in die Richtung gehen. Wisst ihr, was ich meine?
so eine günstigere Alternative irgendwie, haben ja viele gesagt. Weiß ich nicht, ich finde die, also ich habe sie da. Die Bürste sieht auch ähnlich aus, vom Ergebnis muss ich sie aber nochmal testen und ja, mal gucken, wie sie mir so gefällt. Die Maxtec finde ich auf jeden Fall ultra gut, ich finde auch, sie ist ihr Geld wert. Man muss natürlich Gummibürstchen mögen, aber ich bin absoluter Gummibürsten-Fan. Ich finde, damit kann man sie einfach schön definieren. Man hat einen richtig schönen Druck auf der Bürste, dass man die richtig schön in Schwung biegen kann und ja, einfach toll tuschen kann. Mag ich gerne, werde ich mir nachkaufen. Noch nicht jetzt, weil ich habe noch einiges da, wie ich ja schon gesagt habe. Ne? Die L'Oreal habe ich mir nachgekauft, die von Maybelline, also ne, immer ein bisschen aufbrauchen, aber die werde ich mir definitiv nachkaufen. Genauso, wie ich mir auch nachkaufen werde, definitiv, ist mein absolut liebstes Make-up, die Estee Lauder Double Wear Foundation Stay in Place. Lichtschutzfaktor 10 besitzt sie und das ist die Farbe Sandbar 3C3. Wichtig anzumerken, wenn ihr euch die kauft, müsst ihr euch unbedingt diesen Pumpspender dazu kaufen, es sei denn, ihr möchtet keinen haben, der ist nämlich nicht mit dabei. Das ist die allerbeste Foundation, die ich ja, seit Jahren benutze mittlerweile und wo keiner rankommt. Ich trage sie heute. Es ist nur eine Foundation für alle, die ein starkes Make-up mögen, die starke Deckkraft mögen. Die ist ultra langlebig. Die habe ich, wenn ich mal früher Beute oder so geschminkt habe oder ne, irgendwie Bekannte von mir, wo das Make-up halten sollte, habe ich diese Mascara genommen. Also ich weiß, dass ganz viele die auch für ein Braut-Make-up nehmen, denn die, ja, die bleibt wirklich an Ort und Stelle und die macht so eine tolle Haut und ja, also wie gesagt, ich habe es drauf, man muss es decken mögen, man kann die natürlich auch weniger auftragen oder halt für ein krasses, geiles Abend-Make-up schichten, aber das ist, also ohne die, wenn ich alles an Make-up aussortieren müsste, dann würde ich nur die behalten. Also, ne, wenn ich mich für einen entscheiden müsste und ich werde die auch nachbestellen. Ich mische die gerne mit der helleren Variante. Ich glaube, das ist 2C2, welche ich noch habe. Die benutze ich auch gerade nur pur. Die ist mir gerade zu dunkel wegen der Jahreszeit. Aber ja, kann man super auch mischen, wenn man sich zwei Farben holt. Und dann hat man fürs ganze Jahr immer eigentlich was da. Dann haben wir sie entweder getrennt oder gemischt nutzt. Und genau, so schaut's aus. So, was habe ich hier noch Schönes? Ich habe noch einmal von Perwoll hier auch dieses Waschmittel, was ja sehr gehypt war, Blütenmeer. Ich muss sagen, ich kann nicht meckern. Ich finde es wirklich super und es riecht toll. Und ja, ich bin aber ja sowieso durch die Bank weg von Perwoll begeistert. Benutze das auch seit sehr vielen Jahren, wie ihr wisst. Und würde ich mir immer wieder nachkaufen. Hatte ich schon öfter da, aber eigentlich alle Sorten davon. Also egal, ob weißes, schwarzes, das andere bunte, das für die Sportkleidung. Ich mag es wirklich komplett durch die Bank weg, was Perwoll da anbietet. Ja, ein Produkt, ich glaube, mit eines der einzigen, die ich so gefühlt hier nicht so unbedingt nachkaufen würde oder weiß gar nicht, ist tatsächlich enttäuschenderweise das Micellenwasser von Kiko. Das hatte meinen Augen gebrannt und ja, hat mir gar nicht so gefallen. Also es hat zwar ganz gut irgendwie gereinigt für normale bis Mischhaut, aber nee, wenn bei mir ein Produkt an den Augen nicht funktioniert und so sensibel bin ich da eigentlich nicht, dann ja, fällt das für mich gleich durch. Ich habe es natürlich aufgebraucht, dann halt die Augenpartie ausgespart. Schade, aber würde ich mir nicht nachkaufen. Also wenn ihr da empfindliche Haut habt, ist das nichts für euch. Feuchtes Toilettenpapier habe ich nochmal. Ganz süß hier von Rossmann, so eine Edition war das. Ja, würde ich nachkaufen. Ich glaube, das gibt es aber so nicht mehr, bin mir nicht sicher, samt weich und extra dick. Fand ich toll. Genauso wie ich von Garnier Mineral das Hyaluronic Care Sensitive Deo auf jeden Fall, nee Quatsch, Antitranspirant, so rum, unbedingt nachkaufen würde, wenn ich jetzt nicht noch was da hätte. Ihr wisst ja auch vielleicht, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, ich liebe diese Roller davon. Also die benutze ich jeden Tag, das immer mal zwischendurch oder zusätzlich oder auch die Deo-Varianten davon. Aber die Roller von Garnier benutze ich durch die Bank weg, da teste ich immer alle. Da kaufe ich mir auch gerne im Ausland so andere Varianten, die wir hier nicht haben. Die finde ich ganz toll, die schützen toll, ich mag den Duft und ja, also da schwöre ich einfach drauf seit vielen Jahren. Und ich teste zwar andere Sachen, aber die sind immer bei mir zu Hause im Standardsortiment sozusagen. Ja, und jetzt, zu guter Letzt, das sammle ich nämlich für meine liebe Iris. Und zwar habe ich hier noch einen Haufen Kerzen. Die möchte ich euch auch nochmal schnell hier zeigen. Und zwar von Depot war die. Einmal diese Duftkerze. Magnolia. Ultra hübsches Glas. Also mega hübsch.
Kann man natürlich aufwärmen und dann auch noch sich selber ein Teelicht reinmachen. Da überlege ich, ob ich das behalte oder ob ich ihr das auch weitergebe, weil sie möchte gerne, hat mich gefragt, Mensch, du, ne, benutzt ja auch immer viele Kerzen und sie bastelt gerne und verkauft auch viel Selbstgemachtes und sie schmilzt immer ihre Kerzenreste ein, was ja sehr nachhaltig ist, zaubert da neue Sachen draus und hat halt gefragt, ob ich nicht ihr meine Kerzengläser ja immer sozusagen sammeln würde und das machen wir. Genau, deswegen zeige ich sie euch jetzt alle hier zusammengebündelt, dann kann ich ihr die nämlich bald vorbeibringen, die Tage. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist das Glade? Ja, ich glaube, das war diese Keks-Zauber-Geschichte oder so und, oh, welche war das denn noch? Ich habe ja jetzt leider nichts draufstehen, aber die mag ich sehr, sehr gerne. Ich meine, das ist Glade, oder? Ich bin gerade, ich stehe gerade ein bisschen noch im Schlauch, weil hier nichts mehr dran steht, aber ich meine ja. Dann habe ich von TK Maxx Gingerbread Cookies mit diesem süßen Glas hier. Da ist so ein kleiner Löffel dran. Ja, war mega lecker. Also eher was Süßes, aber hat richtig toll gerochen. Oh, das riecht so nach Weihnachten, aber so gut. Zwar sehr süß, aber nicht so billig süß und nicht so kopfschmerzsüß. Wisst ihr, was ich meine? Och, würde ich mir wieder hinstellen. Also TK Maxx hat sowieso die heftigsten Kerzen in der kalten Jahreszeit für echt gute Preise. So, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, die ist von Action. Ich bin mir aber nicht sicher. Enchanting Lavender. Oder ist die von Teddy? Ich weiß es nicht mehr. Oder Woolworth. Ich kaufe meine Kerzen ja mal überall. Auf jeden Fall, die fand ich richtig toll auch. Und die hat auch gut gerochen. Coconut Wood Vanilla. Ich glaube, die ist von... Oh Gott, nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es euch nicht mehr sagen, von wo welche war. Bin ich ganz ehrlich. Ich kaufe sie bei Action, ich kaufe bei Woolworth, ich kaufe bei Teddy-Kerzen, bei DM, bei Rossmann. Also schwierig. TK Maxx. Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Hier, diese. Ups, knister, knister. Diese weiß ich, habe ich von Aldi. Die hat so einen Aufsteller. Yankee Candle. Cozy Cotton. Baumwolle. Mega toll. Mega toll. Würde ich nachkaufen. Ja. Gab es aber zur Weihnachtszeit und jetzt ist hier was ausgelaufen. Oh, zum Glück das letzte Produkt, welches ich euch zeige. Von Partylight, die hatte ich nämlich auch von Iris sogar geschenkt bekommen. Die hat geduftet nach, ich glaube, Feige, ne? Fig Fatale, ist das Feige? Nee, Kiss with Vanilla? Ich glaube ja. Ja? Ja, oh, toll. Also Partylight ist ja so eine, auch so eine Kerzengeschichte, ne? Also... Die machen richtig viele tolle Duftkerzen, sind aber auch ein bisschen teurer. Könnt ihr das sehen? Die hatte ich mal geschenkt bekommen und die hat mega lange geduftet und mega lange gebrannt. War so eine Dreidocht-Geschichte hier. Und ja, was soll ich sagen? Man merkt gar nicht, dass ich Duftkerzen-Fan bin. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt auch lange Zeit gesammelt. Und ich habe mich natürlich auch gefreut jetzt, dass ich gefragt wurde, ob ich die vielleicht sammeln könnte, damit sie da ja Neues draus zaubern kann, die Gläser ansprüht und wie gesagt wieder... verwendet. Das ist natürlich dann fürs Gefühl schöner, als wenn man sowas immer in den Müll schmeißt. Und das werde ich auf jeden Fall in Zukunft machen. Ja, meine Lieben, ich schaue mich hier mal so um und bin echt froh, dass ich diesen ganzen Berg jetzt gleich mal entsorgen kann. Das Video ist wirklich lange geworden, aber ich weiß ja auch, dass die, die mich schon lange schauen, teilweise auch, das finde ich richtig krass, seit über 10 Jahren, also ich habe ja 13 Jahre mache ich das Ganze jetzt hier schon, dass die ja auch noch zum alten YouTube gehören und folglich auch so lange Videos sehr gern mögen. Ich übrigens auch, also es gibt nichts Schöneres als entspannt beim Putzen nebenbei oder ob abends auf der Couch einfach so ein richtig schönes, langes Video zu sehen, ohne groß Schnitt und Klimbim und ne, einfach, ja... einfach frei raus und dementsprechend, ja, hoffe ich, ihr hattet Spaß, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich über eure Kommentare, wenn wir uns austauschen, über ein Abo, was ihr mir da lasst. Aktiviert die Glocke, schenkt meinem Video gerne einen Daumen hoch für meine Mühe, darüber freue ich mich riesig. Das ist wirklich für uns YouTuber einfach, ja, das schönste Geschenk. Ansonsten wünsche ich euch einen bezaubernden Sonntag, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt mir gesund, wenn ihr Lust habt, bis zu meinem nächsten Video. Und denkt dran, ne, falls ihr nachbestellen wollt auf Beautymates, nutzt meinen 30% Rabattcode Michelle. Links alles in der Infobox, da kommt ihr zu meiner Landingpage. Stöbert da gerne mal, bestellt nach für alle, die mir geschrieben haben, ob ich mal wieder einen Code habe. Nutzt den gerne und für alle, die vielleicht mal ja, neu auf dem Gebiet sind und die Marke ausprobieren wollen, gönnt euch mal ein, zwei schöne Sachen fürs Gesicht und lasst mich mal wissen, wie ihr damit zufrieden seid. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ja, schreibt mir auch so gerne, was ihr vielleicht von diesem ganzen schönen Schnickschnack hier nachkauft, was ihr mir auch mal vielleicht ans Herz legen könnt, was ich dann so mal testen kann. Und
Ja, genug geschnattert. Es hat mir, wie ihr sehen könnt, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns und bis dann. Ciao, ciao.